Lopenstraße und flacher, als der Kapitän der Hanseatik gedacht hatte. Das Kartenmaterial für die Durchfahrt durch den Archipel von Spitzbergen ist mangelhaft. Das wissen die Kenner dieses Seegebiets. Mit jeder Schiffspassage kommen neue Details, neue Meerengen und Untiefen hinzu. Und eben auch unerfreuliche Erfahrungen. So ist die Hanseatik offenbar im nautischen Niemandsland haarscharf an einer Katastrophe vorbeigeschrammt. Einer, der es wissen muss, ist der Kapitän des norwegischen Forschungsschiffs Lanze. Die Gewässer um Spitzbergen sind sozusagen sein Hausrevier. Ich arbeite jetzt schon seit 16 Jahren auf Spitzbergen, meist im Sommer, gelegentlich auch im Winter. Da habe ich schon einige Erfahrungen gesammelt. Nach meiner Meinung sollte man in Gebiete, die nicht genau vermessen sind, einfach nicht hineinfahren. Das ist sehr risikoreich, besonders wenn man so dicht unter Land fährt. Deutlich nach Steuerbord geneigt, liegt der Kreuzfahrer hilflos auf dem Felsen unter Wasser. Nur wenige Passagiere sind an Deck. Alle sind wohlauf, wenn auch wohl nicht in richtiger Urlaubsstimmung. Sie werden früher als die Hanseatik aus dem Treibeis, aus ihrem Luxusgefängnis befreit. Schon morgen früh sollen sie von einem Schiff der norwegischen Küstenwache geborgen werden. Die Nordkap wird sie zum Flughafen von Spitzbergen nach Longyearbyen schippern. Wenn der Zeitplan klappt, können sie schon am Freitagabend in Deutschland erzählen, wie spannend es im hohen Norden zugeht. Keine Panik auf der Hanseatik, sagt die Reederei. Geht alles gut, dann wird der Luxusdampfer auch bei der nächsten Nordmeerfahrt wahrscheinlich ausgebucht sein, denn Erlebnisreisen verkaufen sich ziemlich gut. Weil die Passagiere in der Geborgenheit des Schiffes wie in einer Art Seifenblase durch die fremde Eiswelt schweben, kriegen sie von den Gefahren normalerweise überhaupt nichts mit. Der Kapitän ist in der Zwickmühle. Er kennt die Gefahren, soll seinen Passagieren aber auch was bieten. Wenn die Eisschollen schön dick und die Tiere besonders niedlich sind, dann fühlen sich die Passagiere der Hanseatik so richtig wohl. Parker statt Smoking und Robben statt Roben. So sehen die Kreuzfahrten auf dem Schiff aus, das 1993 in Finnland vom Stapel gelaufen ist und dessen Rumpf so stark gebaut wurde, dass ihm das bisschen Treibeis nichts ausmacht. Für Kapitän von Harling ist die Navigation noch Hand- und Kopfarbeit. Unter seinem Kommando fuhr die Norway, damals das größte Kreuzfahrtschiff der Welt, und als einer der ersten Kreuzfahrer hat er sich in die Antarktis gewagt, aber ein Draufgänger ist er deshalb noch lange nicht. Er will nur weg vom Massentourismus und so steuert die Hanseatik Ziele an, die den viel größeren Kreuzfahrtschiffen versperrt bleiben. Kaum ein Fjord, in den sich das Schiff nicht hineinwagt, und wenn die Hanseatik dann vor Anker geht, freuen sich die meisten Passagiere auf den Ausflug mit dem Schlauchboot. Möglichst nah ran an den Gletscher und wenn der dann abbricht, schaukelt's mal eben kräftig. ...120 Besatzungsmitglieder bemühen sich um das Wohlbefinden der maximal 188 Passagiere. Die Gourmetküche ist vom Feinsten und die 5-Gänge-Menüs würden an Land den einen oder anderen Michelin-Stern verdienen. Die Hanseatik, das ist ein schwimmendes 5-Sterne-Hotel, in dem man pro Tag locker 1000 Mark loswerden kann. Und dafür kann man was erwarten. Es muss ja nicht immer gerade eine Havarie sein. Was noch am 16. Juli passierte, jetzt in den Meldungen in Kürze. Der Hochte von der Zerfahrt.